Wir haben uns angeschaut, wie Dateien gespeichert werden, ne? Also sowohl physikalisch auf der Festplatte als auch softwaremäßig in Form von 0 und 1. Jetzt gucken wir uns mal an, wie man Festplatten organisiert. Das klingt erstmal nach einem langweiligen Thema, aber es stecken ein paar Lektionen drin. Und zwar wollen wir über das RAID-System sprechen. Ja, und damit werden mehrere Festplatten in einem Verbund organisiert. Ja, hier gibt es mal eine ganz langweilige, lange Definition, bla bla bla. Schauen wir uns nicht an. Wir gehen direkt live rein. Ja, also im Standard funktioniert es ja folgendermaßen. Ich habe so eine Festplatte und ich habe einen Computer, an dem die Festplatte angeschlossen ist, und der Computer will Daten auf dieser Platte speichern. Und dafür wird so ein steter Strom von Nullen und Einsen auf diese Festplatte geschoben. Ja, also im Standard sieht es so aus. Da ist meine Festplatte, da ist der Datenstrom und der läuft in die Festplatte rein. Halt 1 und 0. Und das Dateisystem bzw. das Betriebssystem, also der Computer, der diese Zahlen da reinschreibt, der muss sich halt merken, was er damit gemeint hat und warum er die da hingeschrieben hat, damit er sie später lesen kann. Das ist so ein bisschen wie man selber Notizen macht. Man sollte sich ein bisschen Gedanken machen, damit man sie später lesen kann. Man sollte sich mögen. Aber wie auch immer. Also das ist der Standardfall, ja, also es werden Daten einfach auf eine Festplatte geschrieben. Ich lasse das mal so zum Anblick hier. Wir haben also hier diesen konstanten Strom, der dann hier runter in die Festplatte reinläuft. Ich bleiche das mal so ein bisschen aus. Bei RAID 0 ist es jetzt so, ich habe zwei Festplatten und diese zwei Festplatten, die schreiben abwechselnd, also die werden abwechselnd beschrieben. Also das System tut so, als würde es auf eine Festplatte schreiben, ja, aber tatsächlich passiert Folgendes. Ich habe zwei Festplatten und der Strom wird aufgespalten. Ja? Also nochmal, ich habe hier diesen einzelnen, diesen Strom hier, ja, von Nullen und Einsen, die laufen hier so am Stück runter. Und jetzt habe ich aber zwei Festplatten und wie teile ich das am besten auf? Naja, ich nehme die erste 1 und schreibe die auf das eine System. Und dann nehme ich die zweite 1 und schreibe die auf die andere Platte. Und dann nehme ich wieder diese 0 hier. Schreibe die auf die erste Platte und die nächste 0 oder die nächste 1, was auch immer kommt, das nächste Bit, schreibe ich auf die andere Platte. Ja, und dann schreibe ich alternierend auf die eine und auf die andere. Und dadurch muss jede Festplatte nur noch halb so viele Bits aufnehmen. Und da Festplatten grundsätzlich eher das Nadelöhr bei der Geschwindigkeit des Schreibens sind, ne, also ein Computer kann sehr schnell Daten rausgeben, aber eine Festplatte kann sich nicht so schnell Daten schreiben. Und wenn ich jetzt aber zwei Festplatten nehme, dann kann die eine, während die noch mit dem ersten Bit ist, also während quasi diese Festplatte hier hinten, die hier, da, genau, also während noch diese Festplatte hier mit dem ersten Bit beschäftigt ist, kann diese Festplatte hier vorne schon das zweite schreiben. Ja, und wenn die erste fertig ist mit dem ersten Bit, schnappt sie sich direkt das dritte Bit. Ja, und die Festplatte hier vorne, die schreibt dann das vierte Bit. Und so bin ich doppelt so schnell, theoretisch. Manchmal kommt das System dann doch nicht mehr hinterher, aber rein theoretisch könnte ich eine doppelte Geschwindigkeit beim Schreiben erreichen. Es gibt aber ein Problem. Oder fangen wir mit dem weiteren Vorteil an. Der weitere Vorteil ist, wenn ich jetzt die Datei auslesen will, kann ich ja der einen Festplatte sagen, hey Festplatte, schick mir mal das erste Bit. Und der kann ich sagen, schick mir das zweite Bit. Und es kommen dann beide Bits quasi fast gleichzeitig bei mir an. Und ich kann die dann direkt nach den nächsten Bits fragen. Das heißt, auch das Lesen geht wesentlich schneller. Aber es gibt ein Problem. Wenn jetzt eine der Festplatten kaputt geht, sagen wir mal, diese Festplatte geht kaputt, dann fehlt mir von allen Daten, die ich geschrieben habe, jedes zweite Bit. Das heißt, ich kann die Daten mit einiger Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr wiederherstellen. Ja, ihr könnt euch das so vorstellen, wie wenn in einem Bild jedes zweite Pixel fehlt. Viel Spaß beim Wiederherstellen. Bei einer sehr hohen Auflösung ist es gar nicht so schlimm, aber bei einer sehr niedrigen Auflösung, zum Beispiel bei einem QR-Code, wäre das tödlich. Genau, und das wäre quasi der Nachteil bei RAID 0. Ich habe einen enormen Geschwindigkeitsgewinn, aber ich habe einen Sicherheitsverlust. Wenn ich nur eine Festplatte hätte, dann würde ich halt alle Daten verlieren, wenn sie weg ist. Wenn ich mit RAID 0 zwei Festplatten habe, würde ich, wenn eine von denen untergeht, sehr wahrscheinlich den Großteil meiner Daten verlieren, eventuell alles. Oder mit Sicherheit den Großteil meiner Daten und sehr wahrscheinlich alles. Okay, RAID 1. RAID 1 funktioniert ein bisschen anders, weil es schreibt denselben Datensprung. Also ich habe hier eine Festplatte, da habe ich eine Festplatte und hier habe ich die andere Festplatte. Und der Datenstrom wird gleichzeitig auf beide Platten geschrieben, identisch, wird gespiegelt quasi. Nur dass es nicht spiegelverkehrt ist, sondern es ist wirklich genau das Gleiche. Und jetzt
habe ich den großen Vorteil, dass wenn jetzt zum Beispiel diese Festplatte hier einfach kaputt geht, ich den kompletten Datensatz noch auf der anderen Festplatte habe. Der Nachteil ist, naja, was gewinne ich denn außer Sicherheit eigentlich? Na, weil ich kriege jetzt nicht doppelt so viel Speicherplatz, weil immer dasselbe auf beide Platten geschrieben wird. Und das heißt, ich habe genauso viel Speicherplatz, wie wenn ich nur eine Platte hätte. Und was noch dazu kommt, das Schreiben, und da kann ich ja jetzt nicht, wenn ich das erste Bit schreibe, auf diese Platte, mit dem zweiten Bit schon bei der weitermachen, sondern ich muss das erste Bit auch auf die hier schreiben. Das heißt, bevor ich das zweite Bit schreibe, jetzt mal einfach formuliert quasi, bevor ich das zweite Bit schreiben kann, muss ich auf beide Platten warten. Und wenn beide Platten fertig sind, also quasi, wenn die langsamste die Geschwindigkeit vorgegeben hat, dann kann ich das zweite Bit schreiben. Und wenn das fertig ist, das dritte Bit. Faktisch ist es natürlich schon eher so, dass das System das so ein bisschen berücksichtigt und quasi mit der schnelleren Festplatte schreibt und dann auf die langsamere Festplatte abspiegelt. Aber nichtsdestotrotz, ich habe keinen wirklichen Geschwindigkeitsgewinn und ich habe auch keinen Raumgewinn. Ich habe nicht doppelt so viel Platz. Weil wenn wir nochmal in das RAID 0 reingucken, wenn ich das erste Bit hier reingeschrieben habe und das zweite Bit hier rein, dann ist das zweite Bit ja hier und nicht da. Das heißt, da ist noch Platz. Wo das zweite Bit hingekommen wäre, kommt ja jetzt das dritte Bit hin. Und dadurch habe ich durch die zwei Festplatten eben den vollen Raumgewinn. Also ich kriege auch wirklich den ganzen Platz ausgenutzt. Und ich bin schneller, aber ich bin nicht mehr so sicher dran. Während hier kann eine der beiden Festplatten ausfallen, überhaupt kein Problem. Es gibt viele Systeme, gerade bei den großen Rechenzentren, ja, Google, HP, Amazon, Apple, wer auch immer, Netflix, ja, um mal ganz viele Marken zu nennen, die haben das dann so, dass man an den Rechner gehen kann und wenn da eine dieser beiden Festplatten kaputt geht, kann man den einfach rausziehen, eine andere Festplatte reinschieben und dann wird die angemeldet im System. Das System guckt sie sich kurz an, ob sie noch okay ist und alles funktioniert und so. Und wenn alles funktioniert, okay ist, dann werden die Daten von der verbliebenen, in dem Rechner verbliebenen Festplatte auf die neue, frische, unbeschriebene Festplatte rübergespiegelt. Und wenn das fertig ist, dann funktioniert das System ganz normal weiter. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, weil bei Festplatten, gerade wenn sie in so einem industriellen Rahmen benutzt werden, muss man eigentlich davon ausgehen, dass sie kaputt gehen. Ja, also die Lebensdauer von der Festplatte, wenn sie nicht in den ersten 2 bis 3 Wochen kaputt geht, wird davon ausgegangen, dass sie so 3 bis 5 Jahre hält. Es gibt Dienstleister, die für so Rechenzentren zum Beispiel die Festplatten erstmal testen, bevor sie sie verkaufen. Das heißt, sie packen die echt aus, stecken die in den Rechner, lassen sie 3-4 Wochen lang laufen und alle die dann nicht kaputt gegangen sind, werden wieder eingepackt und werden dann als geprüfte Festplatten rausgeschickt. Weil statistisch gesehen, die dann mit hoher Wahrscheinlichkeit 3 bis 5 Jahre halten. Und die in den ersten 3 Wochen kaputt gegangen sind, die werden dann von dem Dienstleister quasi direkt mit dem Hersteller abgehandelt. Und wenn ich jetzt so ein Rechenzentrum habe, kaufe ich natürlich lieber bei dem, weil ich weiß, okay, also da weiß ich, dass ich wenigstens nicht in den ersten 3 Wochen wieder jemanden hinschicken muss. Genau. Oh, eine Sache noch. Besonders früher sind auf diese Art auch Unfälle passiert. Ja, also, weil damals war das... Sogar am Anfang, als das RAID-System eingesetzt wurde, da war das nicht so, dass man irgendwie sich in das Betriebssystem, oder um genau zu sein, in das Betriebssystem des Mainboards, also in die Firmware oder das OS von dem Mainboard, das Operating System, das Betriebssystem von dem Mainboard quasi, also andersrum formuliert. Heutzutage ist es so, man geht in das Betriebssystem von so einem Mainboard und da kann man dann sagen, welches RAID man haben will und wie die Festplatten miteinander agieren wollen. Also, früher war das aber so, dass die Festplatten 2 so kleine Pins hatten, ja, die hatten so kleine Pins, ich halte das mal hier hin, die hatten 2 so kleine Pins, dafür, dass sie in dem RAID-System der Master sein sollen, das heißt, die Festplatte, von der runterkopiert werden soll, und dann gab es nochmal 2 Pins, und wenn man auch die gesteckt, wenn man die miteinander verbunden hat, quasi, die waren dafür zuständig zu sagen, okay, das ist die Festplatte, auf die geschrieben werden soll. Na, also ich hatte dann so eine Festplatte mit so Pins quasi und wenn ich die beiden hier überbrückt habe, wenn ich hier so eine Brücke gesetzt habe, die also einen elektrischen Kontakt hergestellt habe, das war so ein kleiner Stecker wie so ein Schuh, den man draufpackt, dann wusste die Festplatte, okay, ich bin der Master. Ich bin der Master und von mir wird auf den anderen geschrieben. Und wenn man den Jumper, so nennt man diesen Schuh, wenn man den aber auf das andere Adernpaar gesetzt hat, dann wusste die Festplatte, okay, ich bin der Slave, auf mich wird draufgeschrieben.
Und jetzt konnte es passieren, dass zum Beispiel so eine Festplatte hier, ja, also die eine funktioniert noch und die andere geht kaputt, dann nehme ich die raus. Nicht so schlimm, dass ich die rausnehmen muss, auf der hier sind ja noch alle Daten drauf. Und jetzt nehme ich eine neue Festplatte und schiebe die hier rein und jetzt passiert was ganz Schlimmes, das System kommt durcheinander und denkt, das hier ist die Festplatte mit den Daten und das hier ist die neue Festplatte, die überschrieben werden soll. Was dann passiert ist, anstatt dass man die Daten hier rüber gespiegelt bekommt auf die neue, sagt das System, okay, das hier ist die Masterplatte, die ist leer, ist mir egal, ich kopiere jetzt alles, was auf der Masterplatte ist, auf die Slave-Platte. Und dann hat man quasi eine Festplatte dadurch verloren, dass sie mechanisch kaputt gegangen ist, eine neue reingepackt und dann die andere Festplatte dadurch verloren, dass sie durch die Software überschrieben wurde und hat dann tatsächlich trotz redundantem RAID 1 quasi beide Platten und damit alle Daten verloren. Das kam auch in jüngerer Vergangenheit mal vor, zum Beispiel bei GitLab gab es einen schlimmen Unfall. Aber inzwischen passiert das eigentlich eher nicht, weil die Systeme Fail-Safes haben und da so ein bisschen darauf achten, dass da nichts schief geht. Aber nichtsdestotrotz ist das unter Umständen auch quasi mal eine ganz schlimme Geschichte, wenn da was schief geht. Aber im Kern ist Redundanz fantastisch. Man muss nur wissen, worauf man achten muss. Cool. RAID 4. RAID 4 funktioniert mit drei Festplatten. Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter, weil bei RAID 4 ist es so, dass ich nicht nur wie bei RAID 0 quasi ein Bit auf die eine, ja, ein Bit hier auf die eine Platte und ein Bit auf die andere Platte schreibe, sondern jetzt kommt noch ein Parity-Bit in die Mitte. Ja, diese Platte hier enthält ein Paritätsbit. Und das Besondere daran ist, dass man, wenn man jetzt eine dieser beiden Platten verliert, mit den Paritätsbits auf dieser Platte hier diese wiederherstellen kann. Weil ich für jedes Bit, das auf dieser Platte ist, berechnen kann, ob das eine 1 war oder eine 0. Nur mit den Informationen auf der Paritätsplatte und auf der anderen Platte. Schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Ja, und noch ein weiterer Hinweis, bei RAID 5 wird es dann über alle drei Platten verteilt. Aber gucken wir uns mal an, wie das Paritätsbit funktioniert. Das Parity-Bit funktioniert folgendermaßen. Ja, also ich habe jetzt hier RAID 4. Und als erstes mache ich ein Striping, das haben wir eben schon gesehen. Ja? Also ich nehme hier, ich habe hier diesen Bitstrom. Ja? Da ist der Bitstrom. Der geht eigentlich so lauter Nullen und Einsen in der Reihe runter in die Festplatte. Aber was wir jetzt machen ist, wir splicen den, ja? Wir teilen den auf. Das erste Bit geht in die Festplatte da hinten. Und das zweite Bit kommt hier in meine Festplatte hier vorne. Ja? Also das erste Bit geht in die Festplatte da hinten. Das zweite Bit kommt hier nach vorne. Das dritte Bit geht wieder in diese Festplatte, das vierte Bit kommt hier nach vorne und das fünfte Bit geht in die Festplatte und das sechste Bit kommt hier nach vorne. Und jetzt machen wir das aber so, dass für jedes dieser Bits, also für das erste Bit, das auf diese Platte geschrieben wird und für das zweite Bit, das auf diese Platte geschrieben wird, kommt noch ein drittes Bit auf diese Platte hier. Und das funktioniert nach der XOR-Logik, oder? Ausschließendes Oder. Die XOR-Logik ist im Endeffekt eine Methode oder ein System quasi, um darzustellen, wie zwei Informationen im Zusammenhang zueinander stehen. Und hier in diesem Fall funktioniert es so. Der erste Strom hat eine 1 und der zweite Strom hat auch eine 1. Und die XOR-Logik sagt, immer dann, wenn die beiden eingeführten Argumente quasi, ja, die beiden eingeführten Bits unterschiedlich sind, ja, oder 1, und immer dann, wenn die beiden eingeführten Bits gleich sind, nein oder 0. Na, also schauen wir uns das mal hier auf dieser kleinen Matrix an. Wir haben hier oben, wenn ich das erste Bit 0 habe und das zweite Bit auch 0 habe und ich setze sie der XOR-Logik aus, bekomme ich 0 raus, weil sie gleich sind. Und wenn das erste Bit hier, also da um genau zu sein, und das zweite Bit beide 1 sind, bekomme ich ebenfalls 0 raus. Und wenn 1 0 und 1 ist, und das andere, also wenn das eine 0 und das andere 1, oder das eine 1 und das andere 0 ist, dann bekomme ich jeweils 1 raus. Also true oder wahr. Wenn ich sage, es soll nur das eine oder das andere einen Wert haben, aber es dürfen nicht beide denselben Wert haben, dann ist die Antwort auf diese Aussage quasi immer dann wahr, wenn das eine Bit und das andere Bit jeweils unterschiedlich sind. So, wenn jetzt also dieser Mittelstrom quasi aussagt, in der XOR-Logik
in welchem Verhältnis die ersten beiden Bits, also theoretisch das erste und das zweite, ne? Also hier haben wir das eine Bit, das erste, und hier haben wir das andere Bit, das zweite Bit, und da wird dann quasi festgelegt, in welcher Logik, in welchem logischen Zusammenhang nach XOR die zueinander stehen. Dann haben wir hier eine 1 und eine 1 und das ergibt zusammen 0. Na, und dann haben wir hier eine 0. Also hier, um genau zu sein, haben wir eine 0. Und dort haben wir auch eine 0. Ist also wieder das Gleiche. Also sagt die XOR-Logik nochmal 0. So, und dann haben wir hier eine 0. Also da, um genau zu sein, da oben, haben wir eine 0. Und hier haben wir eine 1, ja, da vorne. Und was sagt die XOR-Logik jetzt? Wenn ich eine 0 und eine 1 einführe, dann komme ich auf 1, ne, weil die sich unterscheiden, die sind unterschiedlich. Das heißt, die XOR-Logik sagt an dieser Stelle, die sind unterschiedlich, und bei dem letzten, also bei dem vierten Bit, haben wir hier wieder eine 1 und hier wieder eine 1, die sind also beide gleich, und damit kommen wir dann bei der XOR-Logik auf eine 0. Und der Trick ist, wenn ich jetzt eins von beiden verschwinden lasse, weil mir zum Beispiel die Festplatte kaputt geht, kann ich das mit der mit dem XOR-Stream, mit diesem Parity-Stream und dem Strom auf der anderen Platte wiederherstellen. Schauen wir, probieren wir das mal aus. Ihr könnt mitmachen zu Hause, wenn ihr wollt. Wir haben hier oben diesen Strom. Wir haben hier eine 1 und das Parity-Bit sagt 0. Und das bedeutet, der Strom hier vorne, der verloren gegangen ist, das erste Bit von diesem Strom und das erste Bit von diesem Strom hier, die müssen gleich sein. Weil die XOR-Logik ja nur für unterschiedliche 1 ausgibt und für gleiche 0. Das bedeutet, das erste Bit müsste 1 sein. Das zweite Bit, da wird ebenfalls eine 0 angegeben. Es muss also auch das gleiche sein wie in dem noch erhaltenen Datenstrom. Und deswegen müsste das also auch eine 0 sein. Wir haben also 1 und 0. Jetzt haben wir hier eine 0 in unserem erhaltenen Datenstrom. Und das Parity-Bit sagt 1. Das heißt, der verlorene Strom und der erhaltene Strom, dieses Bit, die müssen sich unterscheiden jeweils. Dann kommen wir also oben gleich 1. Das erste Bit ist also eine 1 wie der erhaltene Strom. Das zweite Bit ist eine 0 wie der erhaltene Strom. Das dritte Bit ist eine 1, anders als der erhaltene Strom. Und das vierte Bit ist wieder eine 1 wie der erhaltene Strom. Und wir sehen 1, 0, 1, 1. Und das Besondere dabei ist, für die Wiederherstellung mit dem Parity-Bit ist es egal, welcher der Datenströme verloren geht. Wenn dieser Datenstrom hier hinten verloren geht, kann ich nämlich mit dem Parity-Strom auch den anderen Strom wiederherstellen. Also ich kann jetzt hier oben auf die 1 gehen und sagen, okay, 1, das Parity-Bit sagt 0, das heißt, der verlorene Strom müsste eigentlich auch eine 1 sein. Ja, und dann kann ich das hier wieder ablesen. Hier sagt er gleich, also 1, hier sagt er ebenfalls gleich, also 0, hier sagt er unterschiedlich, also 0, und hier sagt er gleich, also 1. Ne? 1, 0, 0, 1. Und wir sehen 1, 0, 0, 1. Und das ist das Besondere. Ich muss also nicht, ich kann bei drei Platten, kann ich den Datenstrom splicen, also abwechselnd auf jeweils eine Platte schreiben, und wenn eine der Platten verloren geht, reicht, egal welche der Platten verloren geht, eine zusätzliche Platte, um alles zu speichern und zu sichern. Genau, und da haben wir jetzt den großen Vorteil. Okay, ich kann auf zwei Platten gleichzeitig schreiben. Dieser Parity-Strom muss aufgeschrieben werden, kann aber auch im Nachhinein quasi nachgeschrieben werden. Und ich habe jetzt also erhöhte Geschwindigkeit. Ich kann den ganzen Platz dieser beiden Platten nutzen und gleichzeitig die volle Geschwindigkeit nutzen. Ihr habt auch eine höhere Lesegeschwindigkeit, weil ihr von zwei Platten gleichzeitig runterlesen könnt. Es sei denn, eine Platte ist echt langsam, dann fehlt euch immer das zweite Bit. Das hilft dann auch nicht so viel. Die müssen schon gleich schnell sein dann. Ideal ist es, wenn man sie quasi nicht nur baugleich kauft vom selben Händler, sondern auch noch aus derselben Marge. Wie auch immer. Jedenfalls hat man die Daten wiederherstellbar, also redundant gespeichert. Man hat den Festplattenplatz nicht mehr quasi eine Platte von zweien, sondern immerhin zwei Platten von dreien. Und das Letzte ist, dass die Lesegeschwindigkeit auch erhöht ist. Super. Genau. Und was können wir jetzt noch machen? Naja, wenn wir RAID 1 haben und RAID 1 schreibt gleichzeitig auf zwei Platten, dann können wir ja auch dieses RAID 1 nehmen und das zweimal hinbauen und so tun, als wäre jedes von diesen RAIDs, also auch immer das hier und einmal das da hinten, als wären die jeweils eine Festplatte. Ja, und dann packen wir hier oben ein RAID hin, das den Datenstrom spliced, ne? Also das erste Bit an diesen RAID-Verbund schickt und das zweite Bit an diesen RAID-Verbund schickt. Und wenn ich vier Festplatten habe, dann kann ich mir das leisten.
Und dann wird also auf diese beiden Platten gespiegelt, hier hinten, und auf die beiden Platten hier vorne. Und selbst wenn eine der Platten kaputt geht, ist ja noch die andere da, die redundant mitschreibt. Die muss aber nur die Hälfte schreiben, weil die eine Hälfte der Bits ja nur zu diesem RAID-Verbund kommt, auch die andere Hälfte der Bits zu dem anderen RAID-Verbund geht. Und dadurch hat man halt den großen Vorteil, dass man schneller schreibt, andererseits aber auch redundant schreibt, ohne Parity-Bit. Muss also nicht mehr gerechnet werden. Trotzdem gilt natürlich nach wie vor, ich habe 4 Festplatten, kann aber nur den Speicher in der Größenordnung von 2 Festplatten benutzen. Ne? Weil wenn hier gespiegelt wird, dann müssen beide Festplatten den vollen Speicher aufbringen, um alle diese Bits hier zu speichern. Und hier genauso für ihre Bits. Genau. Und das würde man dann RAID 10, 1.0 nennen. Es gibt auch RAID 15, da gibt es dann noch ein zusätzliches Parity-Bit, das über die RAID-Verbünde und einen weiteren RAID-Verbund verteilt wird. Genau. Und damit sind wir schon fertig. Das war's für heute.